Erlangen is a very international city. We have two big employer on the one hand, the university, on the other hand, Siemens, and a lot of companies who are, for them it's really crucial, and so it is for our city, that people from all over the world come here to work here, to live here, to study. And I think that's the idea behind intercultural cities, that people from all over the world come to a certain place, live there together, and build up their society. Ich bin Serin Abulkumsan. Ich komme aus Palästina. Lebe ich seit 25 Jahren hier in Erlangen. Bin ich verheiratet und habe ich 4 Kinder. Ja, ich arbeite hier beim Amt für Soziokultur der Stadt Erlangen und bin zuständig hier für diese Einrichtung, für den Bürgertreff Die Villa. Und in dieser ehemaligen Direktorenvilla der Firma Erba treffen sich die unterschiedlichsten Gruppen und Vereine. In Erlangen, the most interesting part about the project is that the women are intercultural. They come from different cultural backgrounds, from different countries, and speak different languages. Sometimes it's actually very interesting to see people interacting without actually being able to speak one unique language, the German. Yeah, so people kind of express themselves with signs, and it's so interesting. And of course, we understand each other. Dieses Zentrum ist einmal das Frauenzentrum. Und in diesem Frauenzentrum gibt es zwei verschiedene Sachen. Zum einen das internationale Frauentreff. Das sind die Frauen, die Sie auch heute getroffen haben. Zum anderen ist ganz hinten ein Büro für gegen Gewalt gegen Frauen, das Büro für Frauenrechte. Und es wird vom Frauenhaus, vom Autonomen Frauenhaus in Erlangen, ist es gegründet worden. Das gibt es seit 10, 20 Jahren. Das andere ist, dass in dem Frauenzentrum Feste oder Aktivitäten stattfinden, je nach Lust und Laune der Frauen, die da mitmachen. Being part of an intercultural city just means exactly that. It means, okay, this is not a closed shop. When you go there, you're not going to a village in the remote areas of some mountains or so, and you're retiring. No, you're going right into the middle of connections all over the world. It's very attractive for Siemens employees to come here, though.
with the refugees coming into Germany then, and with all the problems that caused, you had to take part into the responsible process of how do we handle this. There were some parts in there that we could do. One part is that we said, as soon as you know who is coming there, you know the name, you know the background or so, let us look at the lists and see if we can offer some apprenticeship programs or something like that. If you can do an internship with some people in there. And then we offered that and we tried to establish that. We also provided housing for a certain amount of refugees because we got one office building that we didn't need anymore there. So we can do that here, we can offer that building. And then we did some other corporate social responsibility things, like we had a beneficial concert, things like that. And we have lots of employees that work on a personal basis there, and where we said, well, let's make the connection in there so that they can do that. So it was not a business thinking behind that, it was a citizen thinking behind that. And that's where we started. The citizens of Erlangen are not only very active, but they are also very critical. And they see many problems or many issues where things could improve. And so the city administration of Erlangen was very glad to see that the ICC network helps us to see how similar problems are being handled in other towns throughout Europe. Das Rote Kreuz Erlangen versucht, die Flüchtlinge zu integrieren in seine tägliche Arbeit als Helfer im Roten Kreuz, als Sanitäter oder in anderen Projekten, wie zum Beispiel als Dolmetscher auf der Bergkirchweih, zusammen mit der Stadt Erlangen. Ziele des BIG-Projektes sind, Frauen in schwierigen Lebenslagen in Bewegung zu bringen, deren dabei zu stärken, einen gesunden Lebensstil führen zu können. Und diese Idee kam sowohl von der Stadt, die sich bemüht hat, sogenannte Nichtbeweger zu erreichen, als auch von der Sportuniversität, die eben aus verschiedenen Studien herausgelesen haben, dass gerade Frauen im mittleren Alter in schwierigen Lebenslagen die sind, die sich am wenigsten bewegen und am meisten Förderung brauchen. Also die Ziele sind eben genau Frauen, die sonst nicht in Bewegungsangeboten repräsentiert sind, zu erreichen. Das ist die erste größte Herausforderung, die überhaupt zu erreichen, deren Bedürfnisse kennenzulernen und dann passgenaue Angebote zu generieren. Einfach, ganz einfach ist, in Kontakt zu treten, dass man praktisch
jeder hat eigentlich das gleiche Interesse, den Garten. Und dadurch kommt man einfach ins Gespräch und ja, ist ein schönes Miteinander. Und ja, es gibt eigentlich dadurch eigentlich gar keine Unterschiede zwischen den Leuten. Markus Bassenhorst und bin hier der Leiter der Volkshochschule in Erlangen. Die Erlanger Volkshochschule ist eine städtische Einrichtung, hat pro Jahr 2700 Kurse in allen Disziplinen. 40.000 bis 45.000 Menschen kommen jedes Jahr hierher und wir sind mitten in der Stadt von Erlangen eben positioniert. Ein großer Teil unserer Kurse ist der Bereich Sprachkurse. 5000 Teilnehmer in den Sprachkursen lernen hier Deutsch bei uns an der Volkshochschule. Das ist ein Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen, Gesundheit, Gesellschaft, Kultur oder letztlich internationale Zusammenhänge bieten wir Kurse an. You feel more confident when you go around the city, you understand the language and you know what they are speaking about and you know, okay, what you can reply back or. It's more than getting the people coming here, becoming a member of our city and get them to work or to study. It's to build up a new kind of society, a new kind of city society, to really try to get all the experience from the different persons and the different cultures and build up something new. And that's, I think, that's our way to dealing with the Intercultural Cities program.